Und für mich ganz entscheidend ist die Fachkräfteinitiative, die wir beschlossen haben. Da werden wir einerseits im Bereich der Kommunikation in den nächsten Monaten einiges tun, damit man einfach den Menschen sagt, wenn jemand einen Lehrberuf erlernt, Fachkraft wird, dann hat er eine riesige Chance am Arbeitsmarkt. Zum Thema Gewaltprävention, bewusstseinsbildend aktiv sein wollen. Die Vorfälle in Paris haben uns alle gleichermaßen betroffen gemacht. Wir verurteilen selbstverständlich jegliche terroristische Anschläge, egal aus welcher Gesinnungsgemeinschaft sie kommen. Wenn man 75 Jahre alt ist, im Jahre 1931 im Übrigen, wurde das erste Hahnenkammrennen abgehalten, so würde man meinen, man ist in die Jahre gekommen. Aber das Hahnenkammrennen ist vital. Das Hahnenkammrennen, desto älter es wird, wird immer moderner, jünger. Und das muss den Kitzbühlern erst einmal jemand nachmachen. Dass der Bezirkshauptmann der verlängerte Arm von mir ist und dass man genau erkennt, und das habe ich heute bei meiner Rede gesagt, ich erwarte mir von der Bezirkshauptmannschaft einerseits Bürgernähe, zum Zweiten, dass das eine tolle Servicestelle ist, und ich erwarte mir auch einen One-Stop-Shop. Ja, das ist ein historischer Tag. Und ich glaube, die nächsten Generationen werden ja sehen, was wir da zustande gebracht haben. Es war ja politisch immer sehr schwierig, diesen Tunnel durchzusetzen. Nach intensiven Jahren der Vorbereitung geschafft, den Spatenstich für dieses Sammlungs- und Forschungszentrum zu setzen. Ein Zentrum, das die bisherigen 11 Depots für unsere wertvollen Sammlungsbestände zusammenfassen, hier in die Zentrale in Hall. 24 Millionen macht dieses Projekt aus, und wenn man sich die Gesamtsumme anschaut, die das Tiroler Hochbaubudget birgt, dann sind es also 73 Millionen. Da sieht man schon, welchen Stellenwert dieses Projekt hier bekommen hat. Für die Tiroler Landesregierung sehr entscheidend, dass wir auch diese Themen, was ihr angesprochen habt, mitnehmen und auch in unseren politischen Prozess mit einbeziehen. Ja, wir sind ständig dran, dass wir einfach das Land Tirol als das familienfreundlichste Land ausbauen. Und da sind wir eigentlich recht gut unterwegs mit verschiedensten Initiativen, auch finanzielle Unterstützung für die Familien. Aber es gehört letztendlich auch mal ein Fest dazu. Der G7-Gipfel findet ja hart an der Grenze zwischen Tirol und Bayern statt. Sind ja nur 4 Kilometer entfernt von der Grenze. Deshalb betrifft uns das G7-Treffen genauso wie das Bilderberg-Treffen im Hotel Interalpen. Und da sind wir vorbereitet. Und es ist notwendig, dass wir auch die Öffentlichkeit informieren. Erinnerungstage sind Tage der Trauer. Wir trauern heute über so viele, die ihr Leben im Ersten Weltkrieg gelassen haben. Einem Krieg, der aus heutiger Sicht so sinnlos ist, wie Kriege nur sein können. Die Bezirkshauptmannschaft hat die Rolle der Drehscheibe für alle Einsatzorganisationen übernommen, um hier die bestmögliche Unterstützung und Betreuung der Hilfesuchenden und der Flüchtlinge zu geben. Sicherstellt, dass die Republik Österreich insgesamt für die Pflege in Österreich rund 350 Millionen Euro zur Verfügung jährlich. Tirol bekommt davon ca. 25 Millionen Euro im Jahr 2015. Das ist viel Geld für die Tiroler Gemeinden, für das Land Tirol zum Ausbau der Pflege. Und wir können damit unseren Strukturplan Pflege, der das strategische Gesamtwerk ist, die Pflege in Tirol auszubauen, finanziell auch gut zu unterstützen, sei es im Bereich Ausbau der mobilen Dienste, sei es im Bereich Ausbau der stationären Pflege. Wir spüren auch, dass in Europa der Konjunkturmotor so nicht richtig anspringt. Und das sind insgesamt 135 Millionen Euro, die hier in die Hand genommen werden. Und dadurch lösen wir Bauvorhaben von über 600 Millionen Euro aus. Das wichtigste Ziel der Gleichstellungspolitik ist die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Dass die Kindergartenpädagogin gleich viel verdient wie der Elektrotechniker, dass auch Männer, die Kinder wickeln, als ganze Männer gesehen werden. Also Unterschiedliches darf sein, aber es muss gleichwertig bewertet werden. Ja, die Dimension dieser Verwüstungen, die hat mich komplett überrascht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so viele Häuser betroffen sind. Es mussten sehr viele Menschen evakuiert werden und die Häuser sind teilweise zerstört. Also in einer katastrophalen Situation findet man diese Häuser vor. Musik.
Und vor dem großen Schuttkegel ist mein Haus gestanden. Nicht? Das Haus ist ungefähr 8 Meter tiefer, als wo wir jetzt stehen. Sind die Leute wirklich zufrieden, weil sie merken, sie werden nicht im Stich gelassen. Sie sind nicht alleine. Und das ist, glaube ich, die entscheidendste Botschaft überhaupt, wenn so eine schreckliche Katastrophe passiert, dass man einfach den Menschen hilft, wie man noch helfen kann. Weil sie haben sich gedacht, ja, was soll man denn jetzt allein da machen? Mit 2 Händen. Aber wenn nachher plötzlich viele Leute kommen und mithelfen, die Schaufel in die Hand nehmen und mitarbeiten, so ist das für diese Leute eigentlich das größte Glück und der größte Segen gewesen. Im Impulspaket haben wir zum Thema Wohnen eine Vielzahl an Themen eigentlich besetzt. Und der Bereich Wohnbau und Wohnbauförderung macht fast die Hälfte des ganzen Programms aus. Es geht ums Thema Bauen, es geht um Arbeitsplätze, die wir sichern wollen. Wir wollen natürlich auch neue dazu bekommen. Dem Impulspaket ist es gelungen, weitere Projekte, die notwendig sind, die schon anstehen, zu finanzieren. Und dieses Beispiel in Hopfgarten zeigt, dass man mit dem Impulspaket gleich eine direkte Wirkung erzielen kann. Das ist ein Gewinn für die Pendler. Das ist ein Gewinn für die gesamte Wirtschaft in Ost- und Nordtirol und ist ein Gewinn für den Tourismus. Und eines muss ich ganz deutlich sagen, Nordtirol und Osttirol gehören zusammen. Und diese Straße verbindet uns massiv und das freut mich ganz besonders. Wir haben uns die Zinskulisse genau angeschaut und wir werden also deutlich die Zinsen reduzieren, was die Wohnbauförderung betrifft. Man kann schon eine Freude haben, in Tirol aufgewachsen, in der Welt unterwegs, aber trotzdem diese Bodenverbundenheit zu unserem Heimatland Tirol. Dieses neue Haus der Musik stellt eine kulturelle Bereicherung für unser Land dar. Und gerade in einer Zeit, wo ja die budgetären Sorgen sehr groß sind, ist es schon sehr beachtlich, dass im Zusammenwirken mit der Stadt Innsbruck, mit dem Bund und dem Land Tirol nun rund 55 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Und da soll heute diese Feierlichkeit auch eine nachdenkliche Feierlichkeit sein, mit der Dankbarkeit, dass wir in Frieden leben dürfen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Lieben, dass sich die Wünsche, die Sie ins kommende Jahr begleiten, aber auch erfüllen. Alles Gute für das Jahr 2016.